So, erstmal guten Tag, Leute. Ich musste die Harley gerade überbrücken. 2 Wochen nicht gefahren, zack, leer. Komisch, aber naja. Ist jetzt so, jetzt geht's erstmal Richtung Thunderbike. Heute ist da Kickoff-Party. Ich hoffe, der nimmt Ton auf, denn ich nehme jetzt auch mit der DJI auf. Aber mit dem DJI Mic 2 den Ton. So, ich habe den Helm jetzt mal zu, bin mal gespannt. Ich versuche auch nicht so zu schreien, wie ich sonst immer mache. Ich habe auch ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen Halsschmerzen. Also viel mit Schreien ist da sowieso nicht gerade. Ich sehe gerade, ich glaube, das gefühlt das erste Mal, Alter, wie schnell kam der denn angerast? Gefühlt das erste Mal, dass ich nicht tanken muss, wenn ich losfahre. Jo, ja, Jacke habe ich dabei, aber es ist warm. Wir haben, glaube ich, irgendwie 26 Grad. Bin aber auch ganz schön nass geschwitzt durch die Aktion jetzt hier mit Überbrücken. Und also ich war jetzt eigentlich 3-4 Stunden in der Garage, hatte dann eben noch kurz mein Ladegerät hier an der Batterie dran, aber ja, auf die kurze Zeit hat es nicht geschafft, so viel drauf zu laden, dass die Harley anspringt. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Auch die andere Seite gucken, du Arschloch. Ach, wieder falsch gefahren. Nee, ich fahr nirgendwo hin jetzt! Hat er gesehen? Der hat nicht geguckt? Der Pisskopf. Meine erste Gefahrenbremsung mit der Harley. Boah, ich hasse das, ne? Wenn die so angeschossen kommen an eine Kreuzung und dann gucken die nur in eine Richtung und du weißt nicht, was die vorhaben. Fährt er ohne zu gucken? Ja, das ist irgendwie so ein Ding, das ist noch hängen geblieben seit dem Unfall, den ich mal mit meinem ehemaligen Schwager hatte. Habe ich aktuell auch extremst Knieprobleme wieder. Ja. Ich guck mal, aufnehmen tut er. Ich gehe mal davon aus, dass das Mic aufnimmt. Ich habe es vorher alles eingependelt auf minus 12 und alles drum und dran. Beste Aufnahmequalität vom Mikrofon her. Und ja, bin gespannt, was jetzt passiert. Ja, dann, ich hatte eigentlich noch 2 Videos aufgenommen beim ersten Mal. Die werden auch noch kommen, aber eins von den beiden hätte ich eigentlich schon längst hochgeladen. Über meine zukünftigen Pläne gesprochen bezüglich zweites Motorrad und so. Meine Gedanken. Aber aktuell haben sich gerade meine Pläne ein bisschen ändern müssen. Kann ich gerade mal so ein bisschen drüber erzählen. Mein Mercedes, mein altes Baby, das Familienstück. Ihr wisst ja, ich hatte vor, den ja so gut wie es geht zu restaurieren. Ich habe den Wagen jetzt 2 Jahre und ungefähr 1,5 Jahre habe ich mir Preise reingeholt von Lackierbuden und Karosseriebauern, was der ganze Spaß kostet. Und ich hätte es vor 2 Jahren direkt machen lassen sollen, weil da war es gefühlt die Hälfte günstiger als jetzt. Hinten die Rathäuser, die sind von außen, sind zwar nur ein paar Stellen, die du sehen kannst, von innen muss aber quasi die ganze Rathausschale neu eingeschweißt werden. Was haben wir noch? Ja, das sind einige Sachen. Also im Grunde genommen, ja, dann muss unterm Wischwasserbehälter auch typisch wie in der 24er Stelle, da muss auch geschweißt werden. Gut, das ist keine Stelle, die schön sein muss, die hätte ich zur Not selber anheften können. Ja, und ich gehe mal davon aus, ich meine, nachgeguckt habe ich selber noch nicht, aber dass zum Beispiel hinten unterm Kennzeichen bei dem Mercedes am Kofferraum, da fängt er auch an, dass es außen sichtbar ist. Und wer weiß, wie weit es da drunter schon abgeht. Also ich gehe mal davon aus, wenn man dann den... Oh, da war eine schöne Halle. Wenn man den Stoßfänger hinten abmacht, dass da drunter eventuell auch was zum Vorschein kommen könnte. Ich habe zwar, wie gesagt, nie nachgeguckt. Ich weiß, dass der Wagen unten drunter eigentlich top ist. Denn
Das hat die Werkstatt mir auch so bestätigt und ich habe den ja von meinem Vater übernommen. Der hat noch kurz bevor der den mir gegeben hat, ein Jahr vorher oder was, die Achsaufnahmen hinten schon neu drauf geschweißt. Also das ist schon neu gemacht und auch ein Unterbodenblech neu und wo mal ein Loch war. Also von unten ist der wohl gut. Aber halt obenrum, gerade das, was man sieht. Und dann hatte ich die Kotflügel auch noch nie mitberechnet, mit dem Lackieren und Neumachen, alles drum und dran. Ich habe ja zwei Nachbauten bestellt. Die sind absolute Katastrophe, die sind richtig scheiße. Die will ich auch niemandem zumuten. Ich habe die Originalen behalten. Einen Originalen habe ich ja so weit von Rost befreit, wie ich es so weit kann. Und dann mal mit Glasfaser und Spachtel versucht. Und das ging auch so einigermaßen. Mir ist aber bewusst, dass das auch nicht für die Ewigkeit ist. Ich habe mich da einfach mal versucht. Und je mehr ich die Preise reingeholt habe, umso teurer die Preise wurde. Weil ich muss eigentlich bis aufs Dach quasi das ganze Auto lackieren, wenn man es anständig machen will, haben will. Klar, ich könnte auch alle Stellen so ein bisschen Smart Repair machen lassen und alles drum und dran. Das ist aber auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich weiß nicht. Also, so das Günstigste, was ich jetzt hatte, mit dem, was mich so halbwegs zufriedenstellen würde, das fängt dann so bei 5000 Euro an. So, und dann muss ich auch noch gucken wegen die Kotflügel, das käme dann auch noch so mit drauf. Also ich habe utopische Preise bekommen, ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht. Dann habe ich auch vor einigen Monaten und Wochen mal, oder auch schon als ich den Mercedes damals vorgestellt habe auf dem Kanal und auch hier, also hier und auf YouTube, auf Instagram, da haben mir auch mehrere Karosseriebauer geschrieben, jo, wenn du was brauchst, also wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Wir machen das schon. Da habe ich mich so ein bisschen drauf verlassen. Ich glaube, es waren 5 Stück an der Zahl. 4, 5 Stück. Ich habe jeden einzelnen von denen angeschrieben. Daraus ist nichts geworden. Da kann man mal sehen, wie man sich drauf verlassen kann. Und natürlich hätten die das auch nicht umsonst machen sollen. Ne? Ja, weil Material kostet Geld und Zeit kostet Geld. Und dass man wenigstens die Sachen neu einschweißt und das vernünftig ist und dass man dann nur noch hätte irgendwann irgendwo Lack drauf machen müssen. So, dann wäre ich wenigstens ein Teil günstiger weggekommen. Eventuell weiß man jetzt auch nicht, aber so, die haben ja, die wollten mir ja gar nicht helfen. Oder ja. Egal, ist jetzt so. Jetzt habe ich mich dazu entschieden. Oder warte mal, ich erzähle mal, warum ich mich so entschieden habe. Ich verkaufe den Wagen jetzt. Ich habe den Wagen ungefähr 24 Stunden drin und gefühlt habe ich den schon 5-mal verkauft. Aber es kommen Anfragen, Leute. Das ist nicht mehr normal, was bei eBay Kleinanzeigen los ist. Das war aber auch schon, als ich den Wagen vor 2 Jahren das erste Mal bei mir auf dem Hof stehen hatte. Leute kamen bei mir auf den Hof drauf und haben gefragt, ob ich den verkaufen will. Total dreist und frech eigentlich. Ich denke, was soll das denn jetzt, ne? Jetzt, wie gesagt, ich habe die Anzeige 24 Stunden drin. Jetzt kommt bei uns im Ort der Dönermann, den ich überhaupt nicht kenne. Der hat wohl die Anzeige, also jeder, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ist, aber so viele Coupés davon fahren ja nicht rum. So, und gefühlt weiß jeder, dass ich so ein Ding jetzt fahre. Jetzt habe ich dann im Internet gestellt und dann, ich hatte Nachtschicht, war am Pennen, meine Frau war zu Hause und da klingelt das, da kommt, sagte, ja, ich bin der hier vom Dönermann, das ist mein Laden und so. Ich habe gesehen, ihr Mann oder irgendjemand hier verkauft den Mercedes, bin ich hier richtig? Und dann sagte meine Frau erstmal, ja, wie, also, hä? Was, also, wieso kommen sie dann einfach, woher wissen sie denn, dass wir das sind? Und so, ja. Ich habe den Wagen immer hier gesehen und so, ist halt bekannt, dass ich den Wagen fahre. Ja super, ne? Aber wie dreist, dass die dann schon zu dir nach Hause kommen und dich da nerven? Also, jetzt, also ich finde das schon heftig irgendwie. Was ist denn da los? Ja, und dann kommen Anfragen wie, ja, ich tausche meinen alten Opel Corsa B total zusammengefallen gegen deinen Mercedes. Ja, mein Mercedes ist jetzt auch nicht schick, ne? Aber der ist noch nicht tot. Also der hat ohne Mängel TÜV bekommen, neue Reifen, so weiter. Der Motor, der fährt ja, der ist verkehrssicher. Klar, muss viel gemacht werden, ne? Also ich erzähle jetzt mal, warum ich mich auch entschieden habe, das Ding dann jetzt zu verkaufen und dann da die fast 10 Mille nicht reinzustecken, wenn ich alles machen lassen müsste. So. Zählen wir mal auf, Hauptgrund Nummer 1, warum der Wagen das für mich nicht wert ist. Es ist nur der 230er Motor, also 130 PS, 132 PS. Wäre das jetzt ein 320er, dann würde ich schon eher so ein bisschen überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht. Dann hat er keine Klima. Ist vielleicht jetzt auch nicht so wichtig, weil der hat ja ein Schiebedach.
was kaputt ist, was nicht funktioniert. Das ist Punkt Nummer 3. Ne? Hubwinkel sind kaputt. Ich war jetzt auch in 3 Werkstätten, keiner traut sich da die scheiß Hubwinkel zu machen. Denke ich mir, was ist denn hier los? Das kann doch nicht wahr sein. So, ich habe zwar eine gute Anleitung, ich habe die Hubwinkel auch zu Hause, aber dran getraut habe ich mich bis jetzt noch nicht. Weil es gab einfach Wichtigeres. Ja, dann, der hat keine Lederausstattung, habe ich das schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Sitz muss gemacht werden. Klar, typisch bei den alten Autos, ne? Die Sitzwange ist aufgescheuert. Okay, das ist ein kleines Übel eigentlich. So, aber es kommen ganz viele kleine Übel, die dann auf mich zukommen. Ich hatte jetzt Probleme mit der Kühlung. Wasserpumpe war kaputt, habe ich eine neue eingebaut, direkt neuen Keilriemen und so weiter. Der hat neue Zündkabel, Zündkerzen, Zündverteiler plus Finger, die jetzt auch schon wieder Probleme machen, obwohl die keine 1000 Kilometer gelaufen sind. Habe mir dann jetzt nochmal Originale vom Bosch gekauft, habe ich aber noch nicht eingebaut. Irgendwie ist bei mir der Papp langsam auf. Habe da irgendwie, jetzt wo ich mich dazu entschlossen habe, den Wagen dann doch abzugeben und ja, es mir das Geld dafür nicht wert ist, obwohl es so ein Familienstück ist. Also wir müssen mal überlegen. Ich bin ja lange schon überlegen, was kann ich machen und überhaupt, ne? Weil es kostet ein Heidengeld, so. Wenn man halt nicht schweißen kann und keinen Raum zum Lackieren hat und alles drum und dran. Ich hätte dann auch alles fuschen können, für mich fuschen können und weiß ich nicht, so billig drüber lackieren, so wie ich es mit den Zubehörkotflügeln gemacht habe. Habe ich auch nur bei einem gemacht, der zweite, der ist schwarz geblieben, weil er sowieso noch schlechter passt als der erste. Ja, was soll ich sagen? Also das ist alles, das ist so ein Fass ohne Boden für mich, für meine Verhältnisse. Und ja, Fass ohne Boden hört sich auch brutal an, wenn ich das so sage, aber das ist es mir so nicht wert, da so viel Geld reinzustecken. Und ja, ich habe jetzt auch nicht zu Hause so die Möglichkeiten. Ich meine, wir haben zwar theoretisch Platz für 3 Autos, sind ja jetzt auch 3 Autos, aber dann ein Auto so komplett für eine längere Zeit zu zerlegen, alles nur unterm Carport zu machen, weiß ich nicht. Also ein Auto ist dann schon eine etwas größere Nummer. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt und ich dachte mir, ja komm, das kriegst du doch mal schnell zusammengeschweißt alles. Hab mir extra ein Schweißgerät gekauft, hab mir Bleche gekauft. Ich habe es probiert und ich habe gesehen, ich kann es nicht. So. Ja, dann habe ich halt versucht, über die paar Kontakte, die mir damals vor 2 Jahren geschrieben haben, jo, wenn du was schweißen haben musst, wir helfen dir. Keiner von denen hat mir geholfen. Ja, dann stehe ich da jetzt erstmal so ein bisschen, klar, dann habe ich mir die ganzen Werkstatt-Johnnies hier in der näheren und etwas entfernteren Umgebung auch reingezogen, die Preise reingeholt und dann ist mir erstmal schlecht geworden. Ja, im ganz übelsten Fall hätte ich dann ja auch noch ja, komplett neue Kotflügel kaufen müssen bei Mercedes, so, wo ein Stückpreis mittlerweile fast bei 500 Euro ist. Auch utopische Preise, die Produktion ist wieder angelaufen, Kotflügel für W24, habe ich von Mercedes erfahren. ja, das ist halt aber alles auf Bestellung, ne? Aber die Passgenauigkeit ist halt auch nicht so optimal, also man braucht auf jeden Fall einen Karosseriebauer dafür und die wollen auch Geld haben und das kostet Geld und ja, kann ich alles verstehen, aber dass die so teuer geworden sind, dann frage ich mich, wie kann das sein, aber alles ist jetzt teurer geworden, ne? Das ist ja nicht nur, dass man darauf jetzt rumhacken kann. Ja, also es sind halt so viele Sachen. Ich habe jetzt auch in den 2 Jahren so viel Geld reingesteckt, Geld, was man überhaupt nicht sieht, ehrlich gesagt, nur damit er wieder anständig fährt, damit er anständig TÜV bekommt und so weiter und so fort. Und ja, so, und dann bin ich dann, ich weiß nicht, vor 2-3 Wochen, als ich dann mich dann nochmal der Kühlung angenommen habe, weil der irgendwie da rumgezickt hat und überhitzt hat. Ja, wo ich das Thermostat nochmal ausgebaut. Ich habe den alles nochmal durchgespült. Seitdem ist auch Ruhe. Aber da ist mir bewusst geworden, ich so, klar, ich kann das jetzt hier so weiterführen. Einfach nur fahren und am Leben erhalten. Aber dafür ist der Wagen zu schade. Der muss richtig gemacht werden. Der ist nicht so durchgerostet. Also das Grundchassis ist vollkommen in Ordnung. Gerade auch von unten und das alles.
Deswegen wäre der viel zu schade zum Schlachten vor allen Dingen, weil der Motor läuft so weit. Ja, da auch da müssen ein paar Sachen gemacht werden. Ich glaube, weil das mit der Heizung funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ich meine, habe ich noch nie wirklich probiert. Ich lasse alles auf kalt und ich fahre den ja, ich bin den jetzt im Winter ja auch nicht gefahren. Aber ich glaube, das Duo-Ventil irgendwie, da gibt es ja auch irgendwie so Macken und typische Stellen. Ja, dann leck bitte am Arsch, wenn ihr alle nicht grüßt. Blöd Penner. ja, also da muss irgendwas gemacht werden, glaube ich. Vielleicht auch nur sauber gemacht werden, ich habe keine Ahnung. Da kam schon der Benz mir entgegen, den ich mir holen will. Aber erzähle ich gleich. Ja, es sind halt viele Baustellen. Eine große vor allen Dingen, ja, der Rost und der Lack. Und dann, wenn man es, man kann das alles irgendwo so ein bisschen mit beilackieren. Ich habe dann aber auch so Beispiele gesehen, gerade auch von denen da auf, dass man den Unterschied sieht. Es gibt gute Lackierer, die das richtig, ja, mit Verlauf lackieren können, dass du das alles nicht mehr siehst. Ja, die sind auch dementsprechend teuer und kann ich auch alles verstehen. Gute Arbeit muss bezahlt werden und soll auch gezollt werden. Ich bin da aber nicht mehr bereit, in diesem Auto so viel Kohle noch reinzustecken. Da fährt auch so ein Auto, was ich haben will. ja. Ich habe schon länger überlegt, wenn ich mir jetzt einen anderen holen müsste, wenn das alles so mit dem Mercedes nicht klappt, wie ich mir das vorstelle. Und das ist halt, also da bin ich sehr, wie soll man sagen, wehmütig, leidig oder wie auch immer, weil das halt Familienstück ist quasi. Ich habe darin jetzt nicht meine Jugend verbracht, aber als junger Heranwachsender sozusagen, dann, ne, meine Nichte ist damit nach Hause gekommen und also hat ihr Leben da drin verbracht. Und ja, so halt Erinnerungsstück. Ja, Fenster hier war funktionieren nicht. Klar, die Motoren gehen, man muss aber erstmal mit der Hand die vorderen Fenster ein Stück runterziehen, weil da die Zacken, das sind ja so Zahnräder und so Zacken, die sind halt abverschlissen, so. Und die müssten dann entweder aufgeschweißt werden und neu ausgefeilt oder man kauft neue Scheren dafür. Ich weiß, viele Sachen, die ich aufziehe, sind mehr oder weniger Kleinigkeiten. Aber Kleinvieh macht auch Mist und wenn ich alles summiere, Innenbeleuchtung funktioniert auch wieder nicht und keine Ahnung, also ich weiß noch nicht, was vorher da passiert ist. Bei meinem Vater hat die noch nie funktioniert, immer nur die Tachobeleuchtung. Jetzt ist es so, wie es bei meinem Vater war und da fummel ich auch nicht mehr dran. Und Arschlecken, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ja, da rumzubasteln. Ich hatte mir das viel einfacher vorgestellt oder ich habe gedacht, es wäre viel weniger. Aber die Preise sind auch extrem explodiert an den ganzen Teilen und an Arbeit und all das. Also deswegen habe ich für mich entschieden, den Wagen abzustoßen. Und ich hoffe, dass den jemand nimmt, der vielleicht sogar Karosseriebauer ist oder da die entsprechenden Kontakte hat oder irgendwo so mitarbeitet oder das selber auch kann, einfach so. Und den Wagen wieder fit macht. Ich würde mich da freuen, irgendwann in ein paar Monaten oder wie lange sowas auch dauert, von dem zukünftigen Besitzer mal ein Foto zu bekommen, wenn der Wagen fertig ist. Und dann bin ich einfach happy, wenn die Kiste so dasteht, wie es sich gehört und wie sie es auch verdient hat. Aber leider nicht mehr bei mir. Muss mal so ein bisschen jetzt erzählen an den Tag, als ich den Entschluss wirklich gefasst habe. Ich, wie gesagt, ich denke halt schon länger drüber nach, aber ich dachte mir, du wolltest immer wieder haben. Und ich habe ja vor 15 Jahren schon mal den Fehler gemacht, das Auto, so ein Auto abzugeben. Und den Fehler wollte ich nicht nochmal machen quasi. Aber vor 15 Jahren, mein Mercedes war in viel besseren Zustand als der jetzt hier. Viel, viel besser. Da war nur die Tür, die man hätte machen müssen und ein Kotflügel. Ansonsten war da nichts kaputt, nichts verschlissen, gar nichts. Der war top. Und wisst ihr, für wie viel ich den damals verkauft habe, vor 15, 16 Jahren? Für 1.000 Euro. Jetzt kriegst du ein halbes Auto nicht mal dafür, selbst ein Schrott nicht. Also muss man schon mal sehen, wie die Preise gestiegen sind. Aber ja, für 1.000 Euro verkaufe ich den nicht und auch nicht für 1.500. Nee, mache ich nicht. Ja, weil ich habe gute Angebote, das sind jetzt 3-4 Stück, die sich den jetzt auch die Tage angucken kommen. Und wie gesagt, rein theoretisch kann ja noch einer für 2 kaufen oder was, sage ich jetzt mal einfach eine Zahl.
zwei und ja, einfach weiterfahren. Dann soll er eben weiter rosten, was mir natürlich wehtun würde, aber das sehe ich ja dann einfach nicht mehr. Aber der wird auch noch die nächsten Jahre so fahren, also mal davon ab. So, und dann kommen wir schon zum nächsten Modell, den ihr vor mir hier seht. Den W211, so einen will ich mir holen. Mindestens ein 320er. Ich gehe mal davon aus, das vor mir könnte auch ein 320er sein. Weiß ich gar nicht. Soll mal Gas geben. ja. Habe ich halt schon länger im Auge so ein Modell. Sind aber auch richtig, richtig teuer geworden. Also, wenn ich mir überlege, das Modell ist auch schon 20 Jahre alt. Der ist gerade mal gefühlt 13 Jahre neuer als mein jetziges altes Coupé. Und ist auch eigentlich ein altes Auto, ist auch schon Youngtimer dann, ne? Aber wie viel moderner der als meiner ist, ist schon krass. Und keine Ahnung, davon gibt es halt noch sehr viele gute gepflegte Modelle. Und ich hoffe, dass ich da ein recht unverbasteltes Modell erwische. Dann kann ich da selber Felgen drauf machen und das. Will da kein verbastelte Karre kaufen. Ja. Aber dementsprechend zahlt man da noch mehr. Also ich schätze mal so, meine 8 Scheine werde ich da bestimmt für hinblättern müssen, wenn der keine 200.000 gelaufen haben darf und so. Also klar, ich kann mir auch einen für 3,4 kaufen. Der hat dann aber auch 400.000 gelaufen. Und bei den wenigen Kilometern, die ich mittlerweile fahre, und ich hole mir dann ein Auto, ich sag jetzt mal, 160.000 Kilometer oder so. Und ich fahre vielleicht nur noch 7.000, 8.000 Kilometer im Jahr. Also bis ich dann mal meine 300 voll habe, ja, dann wird der auch auseinanderfallen. Das wird auch nochmal zig Jahre dauern. Ganz viele zig Jahre. Ja, und ich habe mir jetzt auf jeden Fall ein Ziel gesetzt. Oder ein Limit. Nee, wie soll ich sagen? Also es muss auf jeden Fall ein 6-Zylinder sein und mindestens 200 PS haben. Da mache ich auch keine Kompromisse mehr. Und da soll auch schon mindestens Xenon haben. Schiebedach wäre schön. Ist jetzt kein Muss. Ja, ansonsten werden wir mal sehen, wo die Reise mich hinbringt. Ich hatte auch mal nach einem 5er BMW geguckt, den E60. Den fände ich auch ganz okay. Aber ich bin einfach ein Mercedes-Kind. Und deswegen bleibe ich dabei auch. Ja, so viel dazu. Mein Mercedes wird jetzt verkauft. Vielleicht, wenn ihr das seht, vielleicht ist er dann ja sogar schon weg. Weil ich habe so viele Anfragen. Aber es sind echt freche Anfragen dabei, ne? Also eBay Kleinanzeigen, das ist ja brutal geworden, da ein Fahrzeug zu verkaufen. Kaum einer kann mir Hallo, guten Tag oder sonst wie was. Nur noch Hallo, noch da, letzte Preis. Noch nicht mal mehr ein Fragezeichen teilweise, sondern einfach kackfrech beantworte ich schon gar nicht mehr. Also das geht minütlich, will ich jetzt nicht sagen, aber stündlich habe ich da so eine Kack-Anfrage. So kackunhöflich. Und nervt mich, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ich bin froh, wenn das erledigt ist und ich den Stress nicht mehr an den Backen habe. Bin ich ehrlich, das ist richtig nervig. Das wirkt in vielen Fällen abschreckend. Ja, aber auch, dass da jemand einfach bei uns zu Hause ankommt und weil der weiß, wo ich wohne und einfach, hallo, ich bin hier, ich will den Wagen mitnehmen, so nach dem Motto. Ich meine, Alter, was ist los mit euch? Harley? Nee. Ist keine Harley. Sah aber trotzdem gut aus. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das ist jetzt auch wieder so ein Testvideo mit dem DJI Mic. Und ich nehme auch direkt mit dem DJI Mic 2 auf und nicht mit dem Lavalier-Mikrofon, sondern ich laber direkt da rein. Und bin mal gespannt, wie die Tonqualität ist, ob man alles gut hören kann und so weiter. Ich fand jetzt beim ersten Video war es eigentlich auch ganz gut. Ich fand aber im Vergleich zu dem, wie ich es vorher mit der GoPro hatte, dass dort ein bisschen mehr Windgeräusche mit reingekommen sind. Andersrum hat man aber auch ein bisschen mehr Auspuffsound mitbekommen.
Ja, werde ich jetzt ja sehen, wie es hiermit ist. Kann ich also jetzt hier gerade, wo ich hier spreche, noch nicht sagen. Ich habe nämlich noch keinen Test gemacht, gar nichts. Also wird sich dann am Computer zeigen. Mal gucken, ob ich nachher noch ein Video aufnehme. Weiß ich alles noch nicht. Werden wir sehen. Bin mal gespannt, wie voll das heute bei Thunderbike ist. Aber ich habe schon ein paar kurze Ausschnitte gesehen auf Instagram. Ist schon sehr gut voll da. Aber ich bin ja auch mehr heute Abend da bei dem Konzert, was da ist. Und ja. So Leute, dann sage ich mal, haut rein. Ich habe euch wieder voll gelabert mit meinem Leid. Und bin gespannt, ja, wie das mit der Kamera hier alles funktioniert. Und also Kamera selber ist ja top. Da kann ich gar nicht sagen, sondern ich meine eher jetzt mit dem 100€ Funkmikrofon von DJI selbst. Und wie gesagt, ich versuche nicht so zu schreien, wie ich sonst immer gemacht habe. Weiß auch gar nicht warum, aber ich habe auch Halsschmerzen deswegen. Aber ich glaube, ich habe auch einfach zu viel geschnarcht. Ich hatte Nachtschicht, habe 3 oder 4 Stunden gepennt. Also viel Schlaf hatte ich nicht. Ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, abonnieren, liken, kommentiert mal, was ihr so davon haltet. Aber ja, die alte Kiste, ich hause jetzt weg. Es tut mir auch so ein bisschen weh, aber was soll ich machen? So, wie geht die Kacke jetzt aus hier?